In diesem Video seht ihr den Bau eines Bürstenfilters, wie er mit Dichtschlämme abgedichtet wurde und zu welchem Ergebnis das Ganze geführt hat. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You. Was ihr da sehen könnt, das ist ein Filter, ein Regentonnenfilter. Und der Teichbesitzer hat sich entschieden, diesen Filter umzubauen. Und zwar auf ein Schwerkraftsystem. Da wurden schon mal eine ganze Menge Baustoffe besorgt, dann eine große Grube ausgehoben und mit Folie ausgekleidet. Denn hier sollte ein Filter betoniert werden. Und zwar sollte das Ganze ein Bürstenfilter mit anschließender Biologie werden. Und den zeige ich euch heute, beziehungsweise ich zeige euch, wie dieser hergestellt wurde und zu was für einem Ergebnis das Ganze geführt hat. Übrigens war ich hier mit an der Planung beteiligt, das heißt, das Ganze ist auch so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, aber seid gespannt. Beton ist hier das Stichwort. Der Filter wurde erstmal betoniert, beziehungsweise die Bodenplatte. Man hat also hier erstmal einige Vertiefungen geschaffen. Das sind diese großen abgeschnittenen KG-Rohre. Die sollen später dafür dienen, um hier das Schmutzwasser herauszupumpen. Denn es gibt keinen Kanalanschluss, also musste man die Variante wählen, das Wasser später herauszupumpen, wenn man den Filter reinigen möchte. Und dann wurde hier der Boden betoniert und man musste dann natürlich zusehen, dass dann der Beton später auch hart wurde. Aber dass das auch eine harte Arbeit ist, ich denke, das könnt ihr sehen, da ging doch einiges an Beton rein. Man unterschätzt das öfter und natürlich muss das Ganze dann auch ordentlich glatt gezogen werden. Und ein, zwei Tage später war es dann auch schon ausgehärtet. Man fing direkt an, die ersten Reihen Schalsteine draufzusetzen und in diesem Fall hat man sich für Schalsteine mit der Breite von 11,5 cm entschieden. Das hier sind die Filterbürsten, die später zum Einsatz kommen sollen. Davon braucht man natürlich schon ein paar und so sehen die ganzen dann aus. Um die Schalsteine dann letzten Endes auch ordentlich mit der Bodenplatte verbinden zu können, hat man nochmal Eisen reingebohrt bzw. ein Loch gebohrt und dann eingeschlagen und dann die Steine drüber gesetzt. So erreicht man dann auch eine feste Verbindung, wenn der Beton später in die Steine eingefüllt wird. Natürlich hat so ein Filter auch verschiedene Kammern und da müssen auch Rohre durchgeführt werden. Also hat man hier die Schalsteine eingeflext, um dann später auch solche Rohre mit einbinden zu können. Es braucht Zuläufe zum Filter, dann Verbindungen zwischen den einzelnen Filterkammern und natürlich auch einen Rücklauf zurück in den Teich. Gut zu sehen, dass wir hier eine lange rechteckige Kammer haben und das Ganze hier war dann letzten Endes der Plan, nachdem gearbeitet wurde. Beton, immer wieder Beton, der hier auch mal in einem Eimer angemischt wurde, nicht nur immer an einem Betonmischer. Am schönsten ist es, wenn man den Beton recht flüssig macht und dann mit einem Eimer in die Schalsteine einfüllen kann. Das empfehle ich eigentlich immer. Das geht auch beim Teichbau so, nicht nur beim Filterbau. Und hier könnt ihr schön sehen, wie man auch solche Rohrdurchführungen in solche Schalsteine reinflexen kann. Morgens, mittags, abends, scheißegal, der Filter muss fertig werden. Das Ganze hat zum Anfang der Saison stattgefunden und man wollte natürlich dann, wenn es dann auch ein bisschen wärmer wurde, den Teich mit dem neuen Filter wieder richtig in Betrieb nehmen. Also hat man sich hier rangehalten und wirklich ordentlich Gas gegeben und rangeklotzt. Auch wieder ein Abend, an dem hier weitergearbeitet wurde. Aber es ging auch ordentlich voran und ich denke, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Hier wurde sauber gearbeitet, das Ganze fertig ausbetoniert mit einbetonierten Rohrverbindungen zwischen den Kammern und wie in der Überschrift des Videos auch schon zu lesen, sollte das Ganze mit Dichtschlamm abgedichtet werden. Ganz wichtig ist hier, die Rohre einmal anzuschleifen. Und dann wird die Dichtschlämme letzten Endes einfach auf die Wände, aber auch über die Rohre drüber gepinselt und das Ganze in drei Anstrichen.
Und so sieht das Ganze dann im fertigen Zustand aus. Echt eine saubere Lösung, eine einfache Lösung, die wirklich auch jeder zu Hause nachmachen kann. Die Bürsten wurden dann an Stangen aufgehängt und hier so in die Kammer eingebracht. Auch eine schöne Lösung, wo sich sicherlich der ein oder andere noch etwas abgucken kann. Ratzfatz wurde der Filter gefüllt und dann auch in Betrieb genommen. Und da der Teich natürlich eine ganze Weile ohne Filter gelaufen ist, kam da auch erstmal eine Menge Dreck raus. Aber der Filter ist effektiv und effizient, denn am Ende arbeitet auch eine PP3075 Propellerpumpe. Gleichzeitig, und davon gibt es leider keine Videoaufnahmen, wurde im Teich auch ein umgedrehter Bodenablauf eingebaut und ein richtiger Skimmer. Auch das war vorher nicht vorhanden. Wir haben es hier mit einem reingepumpten System zu tun gehabt, mit einer EPDM-Folie im Teich. Und man hat sich dann entschlossen, hier nochmal zwei Durchführungen, zwei Flansche einzubauen, wo man dann Bodenablauf und Skimmer anschließen konnte. Und ich denke, die Wasserqualität, die Klarheit, die kann sich auch hier durchaus sehen lassen. Vielen Dank erstmal für diese ganzen Aufnahmen, die mir der Teichbesitzer zur Verfügung gestellt hat. Ich war dann allerdings im Jahr 2022 auch nochmal vor Ort und habe den aktuellen Stand mitten in der Saison dann nochmal für euch festgehalten. Wie sieht das Ganze jetzt aus nach einigen Monaten in Betrieb? Man hat hier eine Abdeckung auf den Filter drauf gemacht. Das ist eine Konstruktion, die man mit einer Folie bespannt hat und zwar mit drei Elementen, die sich dann auch öffnen lassen. Hier in der Ecke dann nochmal ein bisschen Elektronik und auch die Membranpumpe für die Belüftung vom Teich. Aber schauen wir doch mal rein. Die erste Kammer ist mit zwei Bürstenreihen ausgestattet und unten in dem grünen Rohr, in dem KG2000 Rohr, sitzt auch die UV-Lampe. Hier in dieser ersten Kammer sammelt sich der meiste Schmutz und letzten Endes ist das auch die Kammer, die man am meisten reinigen muss. Über die KG-Rohre läuft das Wasser dann rüber in die zweite Kammer, wo es dann auch wieder Filterbürsten gibt und dann nochmal eine weitere Feinfiltration. Aber da man diese Kammer auch seltener reinigen muss, findet hier natürlich auch schon ein bisschen Biologie statt. Der Teichbesitzer hat den Filter natürlich mittlerweile schon öfter gereinigt und ist auch sehr zufrieden mit der Einfachheit des Systems. Es ist wirklich sehr, sehr einfach, die erste Kammer dann auszupumpen und die zweite Kammer muss wirklich sehr selten gereinigt werden. In der dritten Kammer befindet sich dann nochmal Helix-Filtermaterial, was mit einer Lichtsteckplatte dann von der Pumpe getrennt wird und man hat hinter diese Lichtsteckplatte dann auch nochmal eine Japanmatte geknallt, um einfach nochmal ein bisschen Dreck auch zurückzuhalten, aber auch ein bisschen Stabilität in die Wand hineinzubekommen. Und ganz am Ende sitzt dann die Propellerpumpe und tatsächlich konnte man hier nicht nur die Wasserklarheit, die Umwälzungen auch erhöhen, sondern hat auch einen deutlich gesenkten Stromverbrauch. Wir reden hier von ungefähr 124 Watt und hat damit den Stromverbrauch wirklich halbiert. Also ein grandios erfolgreiches Projekt. Der Teichbesitzer ist sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch die Fische sind natürlich zufrieden. Hier dann nochmal Skimmer und Bodenablauf in Betrieb. Hier der Skimmer direkt durch die Wand geführt auf einem sehr kurzen Weg in den Filter und der umgedrehte Bodenablauf, der dann nachgerüstet wurde. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch ein Like für das Video. Bei Fragen, Anregungen, Kritik bitte direkt bei YouTube drunter posten. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert den Kanal. Jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.